Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Diesmal Dragon Age, The Wellwort. Das neue Dragon Age wollen wir anzocken. Verknüpfe oder erstelle ein EA-Konto. Weiter. Müsste ja eigentlich gespeichert sein. Hoffe ich doch. Textsprache Deutsch, Dialog Deutsch, immer Mittel. Aber auch eine schöne Übersicht. Textgröße, allgemein. Hab ich nicht. Farbenfehlsichtigkeit, dauerhafte Punkte. Zeigt einem keine Punkte. Unterhaltung und Zwischensequenzen ausgeblendet. Oh, wenn man nicht. Erlaubt zwischen Halten und Antippen Interaktion zu wechseln. Kamera anlassen wir alle zu, mit ist. Bewegung, Kontrolle, X, Empfindlichkeit, lasse ich alle zu, mit ist. Grafikmodus Qualität. Wir haben auch Leistung. Der Modus Leistung profitiert von Leistung. Profitiert Leistung vor Qualität. Falsche Knopf, wir wollen Qualität, Grafik vor Leistung. Ja, wir wollen Grafik vor Leistung. Helligkeit und so, das ist, denke ich mal, alles schon eingestellt. Ich habe es ja in der PlayStation eingestellt. HDR ist ein, deswegen ist auch keine Kamera jetzt da, weil wenn ich mit Kamera aufnehme, geht das nicht. Dann wird die Kamera milchig. Also wenn ich mit HDR aufnehme, Entschuldigung. 3D-Sound ein. Ich weiß es nicht, kann ich nicht ein- und ausschalten, weil ich habe das Headset nicht direkt an der PlayStation. Mono aus. Gesamtlautstärke und also Musik. 60. Ach scheiße, Einstellung, er zeigt das überbrochen. Sprache wollen wir 100%, Effekte wollen wir 100%, Hintergrund, Lautstärke. Nee, das ist es nicht. Ach, Menü-Lautstärke. Auch nicht. Weil ich habe hier Musik leiser gemacht, da habe ich jetzt nicht irgendwie eine Veränderung gemerkt. Ach, da merke ich es. Machen wir mal gesamtes Spiel auf 80. Und Musik machen wir auf 40. Ich finde die immer noch ziemlich laut. Ich habe auch einen heftigen Ausschlag. Machen wir mal 50. Ja, also Mikrofon ist immer noch ein bisschen lauter, aber ich lasse es mal lieber bei 40. Also die empfinde ich wirklich als sehr laut. So, Credits. Neues Spiel. Ich kannte ihn als Solus. Klug, nachdenklich, verliebt in den Klang seiner Stimme. Doch vor langer Zeit hatte er einen anderen Namen. Der Schreckenswolf. Altelfengott der Lügen oder
heldenhafter Rebell gegen die Tyrannei. Je nachdem, welcher Geschichte man Glauben schenkt. Er kämpfte unerbittlich gegen die verdorbenen Elfengötter, bis er sie schließlich einsperrte. Er erschuf einen Schleier, der die Welt von der rohen Magie des Nichts abschottet. Er hatte gesiegt. Doch der Schleier hatte die Elfen alles gekostet. Ihre Magie, ihre Freiheit, sogar ihre Unsterblichkeit. Und nun will Solas den Schleier niederreißen und den Schaden wieder rückgängig machen, auch wenn unsere Welt dafür brennen muss. Jemand muss ihn aufhalten. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Ich bin... Ich nehme ihn. Aber mal jetzt abgesehen davon, was ich jetzt nehme, mir gefällt die Dragon Age-Reihe von Anfang an. Und ich fand das halt auch geil, dass man damals bei Dragon Age 2 Dunkle König, wie hieß denn das? Keine Ahnung. Dass man da so ja eine Mass Effect-Rüstung freischalten konnte. Nicht Mass Effect. Doch, Mass Effect. Wie heißt denn das andere? War das... Oder war die Mass Effect-Rüstung? Jedenfalls, ihr wisst jetzt ja auch gar nicht mehr. War Mass Effect oder dieses Horrorspiel? Da konnte man richtig geile Rüstung freischalten. So mit leuchtenden... Nee, Quatsch, wie heißt das gleich? Was auch bei den Monatsspielen mit bei ist. Mann, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Mit D. Ach Gott, wie heißt das? Ach Mann, ich komme wieder nicht auf den Namen. Das ist jetzt gerade bei Monatsspiele drin. Ich komme nicht auf den Namen. Dead Space, genau. Eine Dead Space Rüstung gab es da. Oh Mann! Und die sah richtig, richtig geil aus. Und das fand ich halt immer gut, dass man halt Sachen von anderen Spielen mit übernehmen kann. Oder dadurch, dass man andere Spiele gespielt hatte und Save Games hatte, konnte man dadurch in Dragon Age Sachen freischalten. Und das fand ich geil. Und die hat man auch wirklich nur gekriegt, wenn man die Spiele vorher hatte und gespielt hat. Ich weiß gar nicht, muss man dann Save Game haben? Muss man nicht... Da musste man ein Savegame drauf haben. Oder nur installiert haben? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls hat man das dann gekriegt. Und das fand ich ja mal sehr geil. Und die Story fand ich mal geil. Viele meckern herum über die Liebesgeschichten, weil man halt auch als Mann, wenn man halt Charakter sich als Mann auswählt, dass man dann auch eine Liebesgeschichte mit einem Mann haben kann. Und das ist mir eigentlich vollkommen schnurzpiep egal. Ich werde wieder einen Mann machen, weil ich mit einem Mann spielen möchte. Ich spiele auch Frauen, wenn Frauen mit Tomb Raider oder so, das stört mich auch nicht, aber wenn ich bei sowas will ich mich schon ein bisschen rinversetzen und dann möchte ich gerne einen Mann spielen. Und da ist mir egal, ob ich hier eine Liebesbeziehung mit einem Mann oder mit einer Frau oder mit irgendwas sächlichen habe, ist mir vollkommen scheißegal. Das ist jetzt kein Grund, das Spiel zu haten. Aber viele regen sich ja immer auf. Ja. So, was wollen wir denn jetzt nehmen? Eine Elfe, Konari, Mensch, Zwerg. Ich bin jetzt echt hin und her gerissen, ob ich
Abstammung Mensch oder Abstammung Kunari mache. Aufgrund ihrer Größe und Stärke sowohl gefürchtet als auch weitert werden einige ihrer haben sich andere bereits vor Generationen anderen Kulturen angeschlossen. Ein ebenso einzigartiges wie erfolgreiches Volk, die verschiedenen Königreiche der Menschen sind die herrschende Macht dieses Zeitalters. Mein Gott, hat nämlich ein Kunari oder Mensch? Ich habe letztens Ohrenmensch genommen. Ich nehme nochmal Mensch. Aussehen ändern. Aussehen ändern. Aussehen ändern. Aussehen ändern. Na, das würde ich mir selber nochmal anpassen. Aber gehen wir mal auf Aussehen. Pronomen. Er, ihm, sie, ihr. Üben. Hem, hen. Wie Hem im Spiel angesprochen wird. Hen. Wie er, männlich. Nicht binär. Ich bin doch ein R, warum wir mir denn hier noch. Das muss man nicht verstehen. Nehmen wir den Schönling. Kann ich hier nicht noch weiter? So, anpassen. So, genau. Beleuchtung anpassen, ah, dass man sieht, wo, wie er woanders aussieht. Okay, so. Kopfform. So, wir sind in der Mitte. Goldene Mitte. Zurücksetzen. Tarnhautfarbe. Warm, neutral, kalt. Unterschiede, wie ich es auch jetzt. Sieht aus, als wenn der da. Die Schatten sind ein bisschen doof. Die sieht aus, als wenn der da irgendwie noch eine Bemalung hat oder so. Unter den Augen, so dieses Dreieck, was noch nach unten zum Kiefer geht und dann eine Nase. Was ist das?
ebenmäßig. Also sieht besser aus. Kräftig sieht jetzt nie so doll aus. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich werde hier hinten das nehmen. Das ist ja ebenmäßig. Nee, ebenmäßig nicht. Wo war denn das? Ebenmäßig 3. Doch ebenmäßig. Ah, das nehmen wir. Den Unterschied. Stirn, Augenbrauen. Ah, Klassik alles. Ich mach da nur wieder was falsch und dann sieht er aus wie Gandalf. Wangenkiefer. Kinn. Kopf. Warum sollte man den Kehlkopf verändern? Schädelform, naja, lassen wir auch. Körper. Das ist ein bisschen muskulöser, das ist ein bisschen besser. Ja, wie aussehen wie ein mächtiger Ritter. Ich will doch nicht aussehen wie ich selber. Na gut, ich habe noch keine Titten. Augenform. Könnte ein bisschen größer sein. Abstand ist eigentlich ganz okay. Schlupflider. Abstand. Ne, wenn man nicht. Augenfarbe.
Ah, okay. Nee, das wollen wir aber nicht. Individuell. Blau, grün, blau. Oh, das sieht auch geil aus. So, rot mit bei. Der wird gelb. Ach, nehmen wir mal schwarz. Na gut, das wird jetzt. Ach doch. Jetzt sind sie rot. Uiuiuiui. Drüben. Das ist okay so. Schwarz mit Rot und da. Oh ja, ja, ja. Augenbrauen hätte ich gerne etwas schmaler, aber nicht halt zu schmal. Wie das hier? 24. Na, 25 wäre noch ein Stück besser. Auf geht er blond. Richtig Glatze gar nicht mit bei. Ich denke mal, das wird man dann im Spiel dann auch noch ändern können.
Die japanische Frisur oben hat mir gefallen. Bart will ich ihm auch noch machen. Die meisten sind mir zu übertrieben. Wo war sie denn? Die hier, wa? Gesichtsbehaarung. Das sieht auch ganz gut aus. Der gefällt mir. 16. Obwohl der auch geil ist. Der gefällt mir auch. 16. 16, 16, 16, 16, da haben wir noch. Oder der. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir nehmen erstmal den. Schädelform lassen wir auch so. Make-up. Na, das brauchen wir nicht. Augen-Make-up. Ein bisschen dunkler machen könnte man ja schon, damit ein bisschen gefährlicher aussieht. Mal gucken, vielleicht haben wir eine andere Möglichkeit. So. Glitzerstil. Was haben wir denn hier? Kann man eindeutig zu viel machen.
Ausrüsten. Das sieht dann gar nicht mal so schlecht aus. Beide Teller machen. Dunkler. Der ist nur oben. Okay, der Kraft H1. Kraft komplett runter. So. Und beim zweiten genau der gleiche. Die bin Züppelchen da lasse ich. Oh, da sehe ich einen Unterschied. Das lassen wir mal so. Nee, Lippen-Make-up brauchen wir nicht. Rouge. Haben wir da verschiedene Stile? Nee, das brauchen wir auch nicht. Tätowierungen und Narben. Tätowierungen. Ein Grazila wäre natürlich, also das hier ein Grazila wäre natürlich schön. Das sieht ein bisschen aus wie Tetris. Das sieht ganz interessant aus. Oder das mit den Schlangen. Körpertätowierung. Das gefällt mir.
mehrere nehmen? Nur eine. Tja, ist ja ein bisschen doof, wa? Schwarz. Ja. Ein bisschen interessanter. Die sind jetzt nicht so der Knaller, muss ich sagen. Mit den Flügeln da. Mit der Schlange, wie sieht das aus? Nämlich die Schlange, würde ich sagen. Es war weniger, aber sieht besser aus als die anderen Sachen. Vielleicht kriegen wir ja auch noch neue Sachen freigeschalten. Bemalung. Nee, Bemalung brauche ich nicht. Ich habe ja schon die Sichtzeitung. Also in den letzten Teilen war ich eigentlich immer Schurke. Töten, während einige ihrer Magie dabei bevorzugen, als größere Entfernung wirken, ziehen andere den Kampf auf kurzer Distanz vor. Ich nehme wieder Schurke. Ich nehme wieder Schocker. Deine Wahl, eine große.
Gruppierung beeinflusst. Wuchs. Hintergeschichte und Gesprächsoptionen. Okay. Dunklem Brut und anderen Monstern entgegenzustehen. Klingt ganz gut. Gruppe kann elfische Ruinen um an der Magie von erkommen, der mutig genug ist, sich. Auch interessant. Und das Aussehen ändert sich ja dann auch nochmal. So. Schattendrachen. So. Das waren die. Und sie ist Sklaverei. Sie stammen aus sämtlichen Gesellschaftsschichten. Meister des Schicksals. Oh, der sieht geil aus. Das klingt geil, das klingt geil. Und die Rüstung gefällt mir auch. Was haben wir hier noch? Krähen von Anka. Eine Krähe. Hört sich gut an. Na, da war doch gerade ein Bug. Schaden gegen Untot und Dämon. Okay. Ach, da ist der Bug wieder. Steige deinen Ruf bei den Krähen von Schneider. Verursacht höheren Schaden gegen einen zusätzlichen Trank, okay. Gott, mir fehlt die Rüstung. Ach, stimmt es jetzt? Ja.
Spielstile. Erzählung, machen wir Erzählung. So. Vorname. Odin. Kann ich gar nicht? Stimme. Schön, dass ihr hier seid. 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 Das ist zwischen Mittel- und Hocherkennung unterschiedlich. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier seid. Machen wir uns an die Arbeit. Was hat er denn jetzt schon wieder gesagt? Tja, wir stecken keinesfalls in Schwierigkeiten. Nee. Gehen wir. Okay, wir haben's geschafft. Nee. Ich bin froh, dass wir hier sind. Ja, das ist besser. Wir alle. Wieso ist denn weiblich? Männlich. Odin, kann ich da nicht den Namen noch auswählen? Dein Name leitet sich von deiner Gruppierung ab. Okay. Männlich. Mensch, er, ihm, Klasse Schurke, Hintergrund. Oh. Warte mal. Dann würde ich hier auch erstmal einen Cut machen, weil wir haben jetzt die 49 Minuten aufgenommen, Charaktererstellung. Das ist ja auch Quatsch. Machen wir aus Charaktererstellung ein einzelnes Video und dann nehme ich gleich jetzt nochmal auf, über Runde zocken werden. Dann bis gleich.